Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Dragon Quest 11. Ich bin Simon Muffix. Beim letzten Mal waren wir hier im Schneefeld mal wieder und haben dort einiges an Ärger gehabt, aber das ist ja das, was wir lieben. Nun gut, wir waren hier ein bisschen in der Umgebung und haben hier unter anderem... Ich hasse dieses Spiel manchmal. Habe ich gesagt, habe ich das Spiel beim letzten Mal gelobt? Ich glaube schon. Kostet mich das was? Was? 2,8, Mann, wie ist mich bei Apple, Mann? Hat die, wenn ich einen Boss besiege, halt ich weniger. Nun gut, was ist zumindest beim letzten Mal passiert? Wir waren unterwegs und haben unter anderem hier einen der, ich denke mal, es war einer der ehemaligen Sinisten Scharpazen bezwungen. Und zwar diesen Firnwurm. Es war ein sehr madiger Fight, weil der dreimal angegriffen hat. In einer pro Zug, Mann. Inzwischen können, wir sind zu viert und können viermal angreifen. Die Gegner sind alleine. Und... können genauso oft bald angreifen wie wir. Aber nun gut, das interessiert uns jetzt nämlich nicht, weil wir haben ihn bezwungen. Ansonsten haben wir jetzt hier noch einige Aufgaben hier rund um Firnland. So. Aufstellung. So. Was so dumm ist, Serena hat einen Skill gehabt, mit dem hätte ich das locker eigentlich alles schaffen können. Aber irgendwie war ich zu blöd, um den auszurissen. Das hätte mir auch eigentlich davor auffallen können. Na gut, wir wollen nämlich das Hochland von Antigua und das Umland von Firnland in den Hexhain wollen wir. Und das heißt, ich muss wieder genau auf die andere Seite. Super. Nun gut, wir haben nämlich hier... Oh, die Gegner hasse ich. Das sind diese dummen Roboter, die manchmal kommen, wenn man metallische Glanz einsetzt. Das ist scheiße. So. Wir wollen ja nämlich ein Maskottchen für das schöne Kiesling und da haben wir uns den guten Jotun ausgesucht. Wir haben ja hier beim letzten Mal ein Büchlein gelesen, dass wenn man ihn mit Blitzen bezwingt, dass er dann auch wirklich ein für alle Mal eliminiert sein soll und dann hier nicht mehr zum teuflischen Jotun ist, sondern zum himmelgöttlichen. Ob das was wird, ich bin mir nicht sicher. Aber wir reiten uns einfach mal in den Hexen, da hat man bis jetzt ja immer gute Erfahrungen. Ja, Frostelinda haben wir aufgeweckt. Check. Wir haben mit Henrik gefightet. Check. Und ganz viele Soldaten sind hier ums Leben gekommen oder zumindest wurden hier vereist. Es wird richtig cool. Ich glaube übrigens, außer Maxi hat kein anderer Blitzattacken. Jetzt muss ich mal echt mal schauen, ob ich vielleicht doch mal Veronica mitnehme. Aber ich setze, ich weiß nicht mal, was Veronica für Skills hat. Gegenfrage, ich weiß nicht mal, wo ich Skills nachschauen kann. Veronica! Hier, Zischel, Fauch, Knusper, Blitzel, Schmor, Knack. Klär, Peng, Krach. Aber keine Blitzattacken kann sie. Das ist schlecht. Roter Nebel? Ich lege mich nicht mit rotem Nebel an. Na gut, das heißt, der Einzige, mit dem ich diesen blöden Jotun bezwingen kann, ist am Ende immer noch Maxi. Toll. Naja, wird schon schief gehen. Ich vermisse das hier. Hier wird das ist lustig, Mann. Man hätte viel mehr so Eisflächen gebraucht, weil schau ich an. Da hat man, das leidet man so richtig schön. Das gefällt mir immer noch. So. Und wir haben gerade ausgerechnet bekommen, dass wir 50 Mal erst über offenen Himmel geschlafen haben. Ich hätte darauf wetten können, dass das schon viel öfters gewesen wäre. Na gut, ich denke, irgendwo hier hinten wird er sein. Der Fight an sich wird natürlich gar nicht so schwer sein. Der war ja auch beim letzten Mal nicht schwer. Aber das Madig an dem Fight wird sein, dass wir ihn halt mit einer Blitzattacke eliminieren müssen. Und das wird nicht so einfach. Oink, oink. Müssen wir nicht mit mir reden? Na gut, dann. Ich wollte ja nur eine Unterhaltung mit dir anfangen. Kannst jetzt auch schnell mal durch die Gegend kommen, wenn man einfach durch alles durchhüpft. So. Sim, sim, sim. Da sind schöne Kristalle. Das ist zufälligerweise eure Kalkus. Ich könnte eure Kalkus mal wieder gebrauchen. Ah oh, ja. So, Platinerz, Kleinod und Golderz. Brauche ich jetzt zwar nicht, aber ich nehme es einfach mal mit. Oink, oink. Okay, die wollen nicht mit mir oinken. So, dann speichern wir jetzt erstmal hier. Wenn es natürlich ganz gut läuft, schaffen wir es auch im besten Fall, den mit einem gekräftigten Move hier vom Maxi zu bezwingen. Aber ich weiß nicht, das wird echt schwer sein, das zu machen. Übrigens haben wir inzwischen 62 Spielstunden. Boah, boah, boah. Keine schlechte Spielzeit, Mann. An die 70 weiß ich nicht mehr, ob wir rankommen werden, aber 65 werden wir locker noch knacken. So, da ist mein kleiner Klopskerl. Hallöle Pöle. Ja,
Ja? Jotter in der Finsternis. So, wir wollen ihn zu einem himmlischen Jotter machen. Also, das heißt, am Anfang müssen wir ihn erstmal schwächen. Wieso ist das hier verlangt? Naja. So, Falken. Ich finde immer noch, Falken ist einfach die beste Attacke. Au! Ich nehme alles zurück, der ist gar nicht mehr so einfach zu bekämpfen. Alter. Alter. Ich krieg einen Kollaps in dem Spiel. Ich könnte. Oh. Bossfights sind so madig, Mann. Bossfights sind so madig. Und da greift doch keinen anderen Charakter an, weil. Wieso machen die auch nicht auf? Es ist ein. Alter! Ich gehe Game Over, Leute, ich sag's euch. Ich gehe Game Over, ich kann ja eh nichts machen. Schau ich das an? Verarscht mich das Spiel oder was, Mann? Diese Dinger, Mann, also ernsthaft, Mann. Du wirst auf Maxi erstmal überleben. Es wird nicht einfach werden. Du bist so schlecht schon wieder, Mann. Okay, come on. Ja, geil. Bringt's natürlich hart, Mann. So. Bringt's natürlich richtig hart. So, also er kann mir jetzt erstmal nichts mehr. Alter, verdammt nochmal, Falter. Ist das schon wieder ein madiger Kackfight, Mann. Man kann sich, also ganz ernsthaft, man hat sich hier im Postgame wirklich alle Bossfights genommen und sie nochmal so hart schlimm gemacht, wie es nur möglich ist. So, ist jetzt immer ein Serena dran. Tu mir immer den Gefallen. Lass Serena dran kommen. Beziehungsweise cheat nicht und komm einfach. Was ist der Abfuck denn im Spiel? Ist einfach, dass jeder Gegner dreimal am Stück dran kommt, Mann. Alter! Jetzt ist er. Alter, bevor jetzt Maxi und Serena drankommen, sind jetzt inzwischen 6 Züge vergangen. 6 verkackte Züge, was soll ich denn machen? Ey, kann sich echt nur aufregen. Man kann echt nichts anderes machen, außer aufregen. Ich habe 2 Charaktere, die wach sind, weil der Rest. Schau dich an, die stehen auch nicht auf. Was ich so hart unfair erachte, ist die Tatsache, dass wenn ich Gegner angreife und die schlafen, die wachen sofort wieder auf. Schau dich an, wie viele Züge sind die jetzt schon? 5, 10, 20, 50? Weiß ich ja nicht. Wachen ja jeden immer auf. Ganz ernsthaft, Mann. Halleluja, ist mal jemand wieder aufgewacht. Alter, ich bin ja voll. Das ist ja voll überraschend, Mann. Da stimmt irgendwas nicht, oder? Aber Henry hat ja gar keinen Bock mehr, das merke ich schon. Er macht viele Schaden. So, komm, jetzt mal nochmal Attacke auf alle, oder? Ja, genau. Mach, komm, setz eine Special-Attacke, Mann. Oder Insta-Kill mal eine ganze Party einfach. So, jetzt ist er 4-mal am Stück dran. Jetzt ist er 4-mal am Stück dran inzwischen. 5-mal. Verarscht das Spiel mich eigentlich mal? Mache ich irgendwas falsch? Ja, Rionaldo, jetzt komm nicht mit deinem scheiß gekräftigen Modus. Jetzt müsstest du irgendwas bringen, Mann. Ganz einfach, mache ich irgendwas falsch? Bin ich so chronisch im Level? Muss ich auf maximale Level sein, damit ich mal drankomme oder wie? Ich habe bis jetzt einmal angegriffen. Ernsthaft, ich habe ein einziges Mal bis jetzt angegriffen. Ganz ernsthaft, Mann. Nein! Wieso bist du so scheiße, Serena, Mann? Wieso bist du so scheiße, Mann? Toll, garantierte Gegenangriffe. Bringt mir natürlich hart viel, wenn meine ganze Party immer nach einem Schlag tot ist. So, schnarch. Trifft alle. Ich sage ja, meine Leute müssen einfach nur wieder aufwachen, wenn sie angegriffen werden. Dann wäre das komplett fair, aber so ist das Bullshit, Mann. Ich kann den Fight auch vergessen, Mann. Ich habe da keine Chance, da irgendwas zu reißen. Ich habe eh nur Maxi, der als einziger angreifen kann. Ansonsten habe ich eh niemanden.
Und ich kann Maxi ja nicht wiederbeleben. So, jetzt ist erstmal wieder 6 Mal am Stück dran, oder? Einmal. Ja, so. Alter, sie wacht auf. Toll. Jetzt stirbt sie. Wieso ist Serena nicht dran? Wieso ist Serena nicht dran? Du blöde Putenmann! Du kannst nix, Serena! Geh, verschwind, stirb! Hast recht, Mann! Weil dich braucht eh kein Mensch, Mann! Kein Mensch mag dich, Mann! Serena ist immer abgestanden, von abgesehen, dass sie der schlechteste von allen Charakteren ist, Mann! Kann sie auch nichts, Mann! Sie hätte einmal drankommen müssen, ihre Fähigkeit eine für alle einsetzen können und es wäre alles geklappt. Nö, das geht nicht. Ich habe ihm harte 73 Schaden gemacht und er stirbt. Ich hätte einen Move mit Maxi machen müssen und er hätte gewonnen. Es ist so ein Bullshit, Mann, dieses Spiel, Mann. So. Es ist so ein Bullshit, Mann. Du kannst dich ganz ernst machen. Die Bosse in dem Spiel, Mann, die sind nicht schwer. Sie sind einfach nur noch unfair. Sie sind nur noch aufs Größte und Schlimmste unfair, Mann. Ein Fight, der dreimal, teilweise 6 Mal am Stück angreifen kann. Was soll ich denn, Mann? Meine halbe Party schläft? Ich kann sie auch nicht aufwecken. Muss ich jetzt erstmal in der Welt umherschauen, dass ich ein Item finde, dass meine Party nicht konstant einschläft? Ich habe ja da nichts dagegen. Habe ich irgendwas? Es gibt halt keine Items. Also es gibt ja nicht so wie in normalen Spielen so, Chance, dass man nicht einschläft. So, das gibt es in dem Spiel nicht, Mann. Das ist auch so furchtbar, Mann. Ganz ernsthaft, Mann. Mir wurscht, dann trag halt nichts, Mann. Aufstellung. Ich brauche eigentlich nur theoretisch Ronaldo und Serena. Wenn es klappen würde. Weil Ronaldo hat ein Skill, dass er die Leute aufwachen kann. Serena hat ein Skill, dass man generell Leute schützen kann vor dem. Aber es klappt ja nicht. Ich komme ja nicht mal einen Zug dran. Jetzt komm, verrecken. Eigentlich habe ich kein Problem damit, weil ich töte dich gerne, du hässliches Kackvieh. So. Und natürlich muss Ronaldo als erster rankommen. Nein, das kann nicht Serena rankommen. Jetzt komm. Das ist so unfair. Das ist so hart. Ich hoffe, sie stirbt gleich im ersten Zug, Mann. Das wäre natürlich noch besser. Oder er kommt wieder 6 Mal ein Stück dran und Insta-killt einfach alle meine ganze Party. Das ist ja nicht so, als wäre das nicht schon ein paar Mal vorgekommen. Knick nach Karl auf Henrik. Alter, Maxi darf drankommen, was ist denn da los? So. Bin mir sicher, Henry kommt jetzt nicht dran. Oh, Halleluja. So, was habe ich? Irgendwo ein Skill, der was bringt? Nö. Ich kann halt angreifen. Was habe ich denn? Eigentlich habe ich mein Schwertes Licht. Das eigentlich müsste ich hart viel Schaden gegen das Viech machen, weil es ein Finsterviech ist. Aber wenn ich jetzt angreife, mache ich 300 Schaden. Kannst vergessen. Zauber ist in Ordnung. Zauber. Mega. Ach, nicht mega Stärke. Ich wollte Alma Ding machen. Das Alma, ihr wisst schon was. Das können wir eh schon wieder vergessen. Du bist. Ich fuck mich so ab in den Spiel, Mann. Ich kann mich so aufregen, Mann. Ist aber alles in Ordnung. Theoretisch. Ja, gut. Darf ich spielen? So. So. Okay. Wieso? Es ist so hart unfair, Mann. Komm, greif doch nochmal 3 Mal am Stück an. Ist doch scheißegal. Kannst doch ohne Ende angreifen, gell?
Alter, Serena macht einen Move und er ist schon wieder dran, Mann. Das ist das, was so nervt, Mann. Ich, wird der irgendwie schneller, Mann? Am Anfang kommt eine Party fünfmal dran, dann kommt sie gar nicht mehr dran, irgendwie. So, einmal. So. Fenrir kannst du. So, du blöde Kuh, Mann, Serena! Du bist so der schlechteste Charakter im ganzen Spiel. Es ist halt einfach so. Was soll ich denn anders sagen, Mann? Sie kann nichts, Mann. Bei jedem Move, immer wenn irgendwer eine negative Statusveränderung hat, ist sie immer die erste, die getroffen wird. Sie wird immer getroffen. Immer. Jedes Mal. Muss ich gar nicht schauen. So. Ja, super. Super. Wenn jetzt einen Schlag macht, dann stirbt er, oder? Bei meinem Glück. Er ist so leicht zu besiegen, Mann, wenn er nicht dreimal am Stück dran wäre, Mann. Wieso müssen die diesen Fight so madig machen? Wieso müssen die diesen Fight so madig machen? Er soll sich einfach nur hinstellen. Jade kommt dran. Bodo kommt natürlich nicht dran. Es ist so typisch, Mann. Ja, Maxi schläft ein. Es ist ekelhaft. Ich muss da nicht schauen, Mann. Ich muss nicht überlegen. Es ist immer derselbe Scheiß, Mann. Maxi ist der einzige Charakter, der dran machen muss. Er muss einen Move machen und der Fight ist vorbei. Aber glaubt ihr mir, das gönnt mir dieses Scheißspiel. Was soll ich machen? Ich check's langsam nur, was ich in dem Spiel machen soll. Ich kann's nicht normal spielen, Mann. Kommst du nur noch mit negativen Statusattributen? Ohne Ende. Wenn ich mal einen Move machen kann, stirbt die Hälfte meiner Party. Er müsste einmal eine Attacke machen und der Fight wäre vorbei. Oh, richtig gut, Mann. So, jetzt muss ich ja munter machen, ansonsten stirbt wieder meine Party, aber ich mache das jetzt nicht. Ich hasse es. So, und jetzt einen Move. Lass mich einen einzigen Move mit Maxi machen. Ja, Serena, du kannst eh nichts, das wissen wir alle. Ja gut, Maxi ist dran. Fahr zur Hölle, Serena. Ich will die nicht sehen. Können Sie mir mal alle aufhören, so zu nerven, Mann. Komm. Mehr Heilung. Machen wir von mir aus auf Hendrik selbst, damit er vielleicht nochmal eine Runde überlebt. Der hat immer eine hohe Ausdauer. Wo ist denn so? Ist es wie schlecht oder bilde ich mir das jetzt echt ein, Mann? Kann jetzt mal Maxi drankommen? So. Es ist halt der einzige Charakter, mit dem ich dieses Viech besiegen kann. Ich will mich ja nicht so aufregen, Mann, aber was soll ich machen, Mann? Oi. 17 Minuten an diesem Kackfight angehangen, Mann. Tötungspunkte. Erika Level 79 halten, das ist ganz wichtig. Und es gibt noch einen finalen Fight des Spieles, Mann. Der hat dafür absorbiert die himmlische Energie und wird zum heiligen Gottorn wiedergeboren. Der große Hüter des Hexerns. Bist jetzt nett? Ja, dann scheint sich über seine Helligkeit sehr zu freuen. Ja, ja. Maxi bekommt den deutlichen Eindruck, dass Jotun ihm irgendwie helfen will. Angebot an ihm. Ja, ja. Ihn nach Kiesling schicken, damit er hilft. Jo. Okay, verschwind, du ekliges Kackviech, Mann. Ah, liebe Leute, Mann. Dieses Spiel schafft es aktuell echt, mich zu Weißglut zu bringen, Mann. Also, am Anfang, als wir Bossfighter haben, haben sie einmal angegriffen. Dann haben sie zweimal angegriffen. Inzwischen greift jeder Bossfight dreimal an. Ganz ernsthaft, Mann. Ich könnte mich so aufregen, Mann. Ja, ja. Kann immer niemand sagen, dass wir nicht schwere Gegner bezwingen, Mann. Aber es ist ja auch wurscht, ob ich jetzt auch Level 100 wäre. Das würde keinen Unterschied machen. Das Einzige, was ich bräuchte, wäre wirklich Rüstung, die mir so hilft, dass ich komplett ausgestattet bin, dass ich keinen Schaden mehr bekomme. Und sowas gibt es nicht. So, also, Finnland bitte. Und dann machen wir mal das. So, immerhin haben wir den blöden Jotun bezwungen. Komm. Es hätte auch schlimmer sein können. Aber vorher, also im ersten Fight war es ja noch viel lächerlicher. Das Viech stirbt mit einer Attacke von Eric und er macht 73 Schaden, Mann. Dabei, ihr seht ja, es hat er echt nicht viel Leben. Es hat er nur so 3000 Leben oder so. Aber jeden Zug schnarch, Mann. Jeden Zug Attacke, die alle Statusattribute wegmacht. Es ist so furchtbar. So. Super. Hätte es mich ruhig im Schloss hinwarpen können. Aber gut, immer alles mit einem positiven Auge gesehen. Ich habe mich jetzt genug aufgeregt, Mann. Ich habe mir letzten zwei Parts echt aufgeregt, Mann. Richtig hart, Mann. So. Dabei sind wir eigentlich kein einziges Mal gestorben. Das möchte ich nur mal angemerkt haben. ich reg mir einfach gerne auf. So, jetzt gehen wir zu dem Knödel. Jetzt will ich eine coole Belohnung von dir haben, Mann. 5 Milliarden Gold.
Gulden, wie auch immer. Hey Max, Jado, na, habt ihr einen Weg gefunden, Jotun wieder zur Vernunft zu bringen? Bei den Himmel. Ihr habt ja nicht nur die entsprechende Methode entdeckt, sondern diese auch gleich erfolgreich zur Anwendung gebracht. Ihr seid wahrlich Retter Firnlands. Erst erlöst ihr uns von der bösen Hexen, jetzt bringt ihr noch unseren heiligen Beschützer zurück. Eigentlich ist er jetzt in Kiesling. Die Firnländer alter Zeiten haben Jotun als die Süd des Waldes verehrt. Sie hielten sie für heilige Kreatur, deren bloße Anwesenheit ihrem Königreich ewigen Frieden beherrsche. In diesen unbeständigen Zeiten wird er unserem Volk gewiss ungemein beruhigend zu wissen, dass er ein gütiger Beschützer erneut im Hexen wacht. Das ist die Belohnung? Ganz ernsthaft, wenn Sandra mich danach nicht echt heiratet, Mann, dann war es das alles nicht wert. So, okay, liebe Leute. Habe ich jetzt eigentlich die Ressourcen für sie schon? Meine Güte, ist das Schlangenseele in deiner Tasche? Soll ich sie in etwas verwandeln? Und das war auch ganz gerne. Hey, also gut, Vermilant, das hört sich gut an. Oh, also möchtest du blutloses Vermilant? Wie? Eine ausgezeichnete Wahl. Also gut, gib mir die Seele und ich mache mich ans Werk, mein Lieber. Ah ja, das ist ein wahres Machtstück, Sibir. Wenn du dann einen Augenblick warten würdest, werde ich ein schönes zusammenbauen. Und was ist das? Ich dachte, die macht mir Waffen. Hey, fertig. Und das Ergebnis ist perfekt geworden, wenn ich das mal so sagen darf. Hier, Schätzchen, was für dich? Vermilant. Okay. Cool. Und das war's. Ich bin irgendwie voll enttäuscht. So, warte mal, übrigens. Ich danke euch, Maxi. Ihr habt mein Königreich vor dem furchtbaren Firnwurm gerettet. Erst erlöst uns vier Länder von unseren Sorgen wegen Frostalina und jetzt das. Sorgen, weil sie neben mir steht. Offenbar vergeht kein Tag, ohne dass wir eure Güte in Anspruch nehmen müssen. Wir sind euch auf ewig dankbar. Und wie versprochen, habe ich eine besondere Belohnung für euch. Hier, mein alter Freund. Ihr habt es euch verdient. Hochgeborenklinge. Wie die blaue Kugel, die ich euch bereits gegeben habe, ist das auch ein Gegenstand einer der kostbaren Schätze der Königsfamilie von Finnland. Möge ihr euch auf euren Reisen gute Dienste leisten. Solltet ihr einmal die Zeit und Muße haben, dann kommt doch bitte zurück und erzählt mir von euren Abenteuern. Ihr seid im gesamten Königreich Finnland immer willkommen. So, immer mal eine, die mir es gibt, man. Nicht so wie der Rest hier. So, ich weiß nicht mehr, was ist dieses Vermilant-Ding? Fragt mich nicht. Würmzahn, Zombiespalter. Hederschwert. Ah, hier. Huckbaumklinge. Hä? Warte mal. Genau. Und du hä? Was ist denn jetzt los? So. Hochgeborene Klinge, bitte. Und dann hier was anderes. So, und dann kann ich doch hier noch ein Dolch ausrüsten, oder? So. Okay. Oh, sexy, wie ihr kämpft. So, gut. Was machen wir als nächstes? Jetzt haben wir noch, ja. Was haben wir denn noch offen? Oh, nach Gondole will ich. Weil, da bin ich, wie gesagt, letztes Mal einfach so zufällig mal, als ich hier gegrindet habe, vorbeigereist. Und dann kam auf einmal so eine furchtbare Musik und dann dachte ich mir, oh mein Gott. Also, im Endeffekt, denke ich, ist das Einzige, was wir jetzt noch offen haben. Wir müssen noch mal, ich glaube, nach Zwistenbull. Genau, jetzt diese dramatische Musik, da dachte ich mir schon, ich bin direkt in irgendeinen random Encounter wieder reingehüpft. Nach Zwistenbull. Da, glaube ich, müssen wir auch nochmal hin wegen Sandra und dann sollte Kiesling wieder in voller Blüte erscheinen. Was ist denn hier los? Fällt dir irgendein Monster ein? Ich würde doch gern speichern davor. Doch, wir haben gespeichert. Alles gut. Ich dachte, da kommt jetzt irgendeine Katze hin oder sowas. Okay, dann nicht. Ich habe Angst. Mir gefällt das nicht, ganz und gar nicht. Erst mache diese satte Sonne und die Monster noch wieder und als uns. Und jetzt haben wir auch noch Gondolia-Robot. Die Bewohner haben zum Glück in der Raum rechtzeitig die Reise ausnehmen können. Aber jetzt ist alles voller Monster. Die dreisten Lumpen spazieren rum, als ob das hier zu Hause wäre. Ihr könnt euch doch damit aus, wie man böse Buben verklappt, nie? Worauf wartet ihr noch? Erteilt ihnen mal eine Lektion, damit ihr wieder normal zugeht. Aha. Ich oder was? So. Kann ich da mal richtig mal ein bisschen Frust rauslassen, ne? Da freue ich mich doch drauf. Bam! Ziemlich schlecht eigentlich. Die Attacke hätte mir schon mehr gewünscht, ja. Na gut, was haben wir denn hier?
Du warst sehr mächtig. Alter, 423, gar nicht mal schlecht. Aber kostet viel zu viel MP, dass man es jetzt oft einsetzen. Naja, so ist braucht. Und die hat so, eh so viel MP bei ihr, sie alles wurscht. So, soll ich euch mal zeigen, wie man das macht, Friendos? Oh, mit meinem Hieb habe ich ganz Gondolia vernichtet. Ah, kann passieren. So. Magie, jetzt muss ich ja schon mal wieder gegen Giftschaden machen. Das wird immer schöner. So. Gut, und hier sind jetzt einfach ein paar Monster unterwegs, die wir überkloppen müssen. Aber ihr seht, selbst die Random Encounters, also ich meine, das sind jetzt auch immer so, dass wir die mit einem Giga-Schlitz hier eliminieren, man. Die werden alle stärker. So, wir arbeiten uns hier einfach mal von links nach rechts durch. So, da. Oh. So. Und von diesen Tropfköpfen der Finsternis werdet ihr jetzt hier so malträtiert. Das, so schlimm sind die jetzt auch nicht. So. Hackschrauber. Aber oh, da machen wir echt wenig Schaden. Also ich meine, besonders Henrik, man. Der ist doch eigentlich so überpowered. Macht doch eh einen Platt eigentlich. Ich habe doch ein Schwert. Habe ich jetzt ein Dolch? Oh. Habe ich jetzt zwei Dolche ausgerüstet? Verdammt. Haha, jetzt bist du auch mal vergiftet, gell? Ist gar nicht mal so lustig. Nein, dann setze ich nur Sau sein. 40 Schaden. Coole Magie. Coole Magie. Ach, ich kann auch immer einen Falkenhieb machen. So geizen, so rumgeizen muss man jetzt auch nicht. So. Wenn ich bitten darf. Das machen meine Leute immer gern. Immer wenn wenn ein Charakter noch 10 Leben hat, dann machen sie so einen starken Move. So. Oh, schwupp. Haha, nicht davon betroffen, sehr schön. Spiel, du hättest immer so nett sein können und mir sagen können, okay, hat nicht getroffen, mal kann passieren, aber nee, sagt einfach, Pech gehabt. Ganz nett. Ganz nette Attacke. Eiser Nasty. Der war schön. Okay. Gut, dann muss ich jetzt nur ganz kurz hier Ausrüstung gehen. Ach, deswegen habe ich es nicht gefunden. Das ist. Okay, gut. Macht alles Sinn. Aber Alter, das ist stärker als jedes andere Schwert, was ich habe, oder? Der verdammte Dolch. Ja, sorry, ich kann es ja trotzdem nicht geben. Gibt es keine Sache, dass ich einfach Sachen abrüsten kann? Nö, oder? So. Gibt es was Besseres als das Platin-Schwert? Ah, hier. Na, die Hochgeborenen-Klinge, das ist ja wieder... Das sieht aber echt nicht aus wie ein Dolch. Also auch das Symbol. So, nein, das habe ich hier schon wieder ausgerüstet. So. Sternschnuppenschwert, genau. Und als zweites. Aha, und da kann ich das jetzt nicht ausrüsten. Seltsam. Wird schon Sinn machen, alles. Okay. Dann gehe ich aber zu Eric mal rein, weil Eric, der braucht sowas. So. Gut, und das andere. Komm. Gift. Die Giftklinge. Okay, Leute, wir machen jetzt an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal eliminieren wir dann die restlichen Monster. Hoffentlich sind die ein bisschen einfacher. Und dann schauen wir mal, wer oder was sich hier noch in den Weg stellt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.